Haben Sie das Tonband an? Ich habe den Schröder in der Leitung. Wahnsinn, der gerade mit dem Putin. Kleinen Moment. Nein, Sie müssen das Tonband sofort einschalten. Wir brauchen es im Original. Gerd, gut, jetzt geht los. Mein Mund, ja. Entschuldigung. Das Wetter der Woche. Diesmal über das Abhören. NSE. Also Reporter ohne Grenzen ist ja eine grenzenlose Organisation von Journalistinnen und Journalisten, die ihren verfolgten Kollegen mit Rat und Tat zur Seite stehen und für Öffentlichkeit sorgen. Die werden auch abgehört und haben jetzt Klage vom Bundesverwaltungsgericht gestellt gegen die Bundesrepublik, die das zulässt. Das ist aber nicht das Einzige, wie wir eben gehört haben. Auch Gerhard Schröder wurde abgehört bis weit in die 80er, 90er, 100er Jahre hinein. Ja, er wird sogar heute, wo es wirklich interessant ist, auch noch abgehört. Nun hat sich der Schröder, hab gerade gehört, furchtbar aufgeregt, weil er abgehört wurde. Dabei haben doch seine eigenen Geheimdienste, Verfassungsschutz, die ganze Bande von militärischer Abschirmung, der MAD und so weiter, und Bundesnachrichtendienst, die haben ja selber auf seinen Befehl hin abgehört. Und jetzt kommt raus, dass er damals und heute auch abgehört wurde. Ja, so holt eben das Schicksal auch seine eigenen Täter wieder irgendwie ein. Das mag tragisch sein, aber es ist so. Jetzt kam ja übrigens raus, dass sogar der Vatikan abgehört wird. Der Papst, unser heiliger Franziskus, seine ganze Schimpfrede über den Neokapitalismus oder über den alten Kapitalismus, über den Neokolonialismus, alles abgehört, sogar seine Gespräche mit dem lieben Gott, abgehört.